Und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft. Übrigens auch mit Const 14. Yay. Und wir haben es einfach so perfekt erwischt, dass das Minecraft-Display genau am 1. April startet. Soll es nicht heißen, dass das Let's Play ein Scherz ist, aber einfach... Ja, das wird schon sein, oder? Ich muss es kurz mal vorzeigen. Wow. Yay. Die Dinge reden mit einem. Die Hintergrundmusik ist Game of Thrones in Da-Da-Da-Style. Such perfect. Ja, und damit eben wie gesagt, herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft. Wir schließen an, wo das Let's Show aufgehört hat. Naja, und haben keinen konkreten Plan, wo, was wir machen. Ich hole mir jetzt erstmal mein Zeug wieder. Weil ich habe ja alles weggelegt, weil ich bin gestorben. Juhu. Ah, gecraftet ist da. Eine Spitzhacke wäre ein Bogen, Schwert. Rüstung. Ein bisschen Essen ist meistens auch ganz gut. Wo habe ich denn Essen? Da habe ich Essen. Immerhin öffnen diesmal die Kisten auch. Ja, und dann würde ich sagen, wir fangen an mit Let's Play Minecraft. Und, okay. Ja, was wollen wir heute tun? Gehen wir ins Portal. Aber wenn meinst. Einfach nur mal, um das zu hören? Ja. Okay. Auf in die Hölle mit uns, ja. Dort werden wir jetzt einfach irgendwas Episches machen. Heute wird noch nicht so wirklich die reguläre Let's Play-Ding-Sache sein, weil einfach alle Dinge mit uns reden. Und das ist ziemlich verwirrend. Ich habe sogar meine Ton jetzt ausgestellt, weil man eigentlich nur noch Block hört. Wow. Steht bei dir das Feuer nur rum oder bewegt sich das? Ja, Feuer ist animiert bei mir, voll und ganz, auch mit Texture Pack. Ja. Alles bewegt sich, alles ist episch gerade. Und dann kommen wir mal zum normalen Business. Welches Texture Pack ich verwenden soll, ist mir, ja, könnt ihr gerne entscheiden. Einfach in irgendwie sowas wie eine Abstimmung unter diesem Video. Juhu, nach 15 Sekunden die erste Abstimmung angekündigt, ich bin so gut. Gut, was tun wir? Also jetzt heute irgendwas sollten wir schon noch tun. Ja, wir außer könnten... Außer episches Game of Thrones Dododo im Hintergrund zu haben. Du warst ja schon überall, oder? Ja, wir könnten noch beim mal... Beim Let's Show habe ich schon alles hergezeigt, was es so zu zeigen gab oder gibt, ja. Wir können... Sollten wir eher irgendwas bauen? Oder abbauen, oder keine Ahnung. Wir sollten... Wir haben doch... Ah, ich habe bei Ghost Rider habe ich so ein riesiges Minensystem gefunden, aber ich habe mich bis jetzt immer verloren darin und bin dann gestorben. Ja, aber Minensystem ist nicht die allerspannendste Aufgabe für den ersten Tag, oder? Nee, nicht wirklich. Ist denn wirklich spannend? Gibt es nicht ein Enderportal irgendwo? Oh, ja, natürlich. Enderportal, das hat man auch im letzten Show noch nicht gesehen. Ja, führe uns dorthin. Ja, dann müssen wir wieder ins Portal.
Also ich hoffe, sorry für den eher langsamen und nicht so spannenden Anfang hier in der Hölle. War ein Versehen, sagen wir mal. So, dann. Gut, auf zum Enderportal. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Also ich weiß es ungefähr mal, würde ich sagen. Ah ja, dann laufen wir in der ersten extrem spannenden Folge mal sinnlos durch die Gegend. Yes, mitten in hast der schon, hast du schon hergezeigt, dass hier irgendwie normale Dorfbewohner sind? Natürlich. Habe ich noch gar nicht. Also, auch wegen 1. April, ich bin Priester geworden. Konz 14 ist ein, ich glaube, du bist Schmied, oder? Ja, glaub schon. Warte mal. F5 ist blöd. Ja, du bist Schmied. Yay. Gut, dann würde ich sagen, führe uns zum Enderportal und erste Folge gleich mal sicher erfolglos Kampf gegen einen Enderdrachen. Ist das schon geöffnet? Nee, wir bräuchten viel zu viele Ender. Nein, dann bringt es aber noch nichts eigentlich. Dann heben wir uns das für etwas später noch auf, würde ich sagen. Was es anderes zu tun gibt, wir haben beide ein Pferd. Wir könnten uns so eine Art Pferdewiese mit Reitstall oder sowas hinbauen irgendwo. Ja, aber mein Pferd ist halt irgendwo in genau diese Richtung, 1000 Blöcke oder so. Oh, okay. Und ich weiß nicht, man kann mit Pferd nicht durch Portale, oder? Doch, du kannst das Pferd einzeln durch das Portal hinter dir zwei Creeper laufen. Boah. Du kannst das Pferd einzeln durch ein Portal bringen und dann kannst du dich einzeln durch ein Portal bringen. Und ich schau mal ganz kurz nur, ob ich hier die Brightness, damit man auf YouTube auch was sieht, habe ich schon wieder ganz vergessen. Stelle ich mal hier die Brightness hoch. Sorry, falls bisher nur Black Screen war. Und wegen dem Shader-Mod-Pack. Ja, Shader würde ich gerne reintun, werde ich ab nächstem Mal auch wahrscheinlich vielleicht reintun, wenn ich annähernd daran denke. Aber heute ist es mir lieber, dass die ganzen Dinge mit mir reden. Das würde nämlich leider nicht mehr funktionieren mit Shadern. Demnach spielen wir mal mit dem Spux Pure BD Craft und ohne Shader und haben nichts zu tun. So gut vorbereitet auf diese Folge gleich mal. Wir könnten. Was könnten wir? Ja, du könntest den Weg hier mal fertig bauen, den du schon angekündigt hättest, dass du das mal tust. Ah, du meinst die. Ja, das stimmt. Dann holen wir uns mal Erde und machen spannende Tätigkeiten hier. Na, mein Hund sitzt hier vom Portal und ich habe keine Ahnung, wie ich den jemals wieder zurückbringen soll von dir hier. Der geht nämlich nicht mehr durchs Portal. Vielleicht musst du denn ihn, während er im Portal steht, niedersetzen lassen, damit er teleportiert wird. Ja, keine Ahnung, jetzt sitze ich nämlich klugerweise immer auf die Kisten rauf und dann bleibt er dort und geht nicht mehr weg. Ah ja. Okay, also ich fange dann schon mal an, hier ein bisschen zu verzieren. Oh, ich sollte vielleicht auch irgendwas mitnehmen. Ich habe genügend Erde. Also. Yay. So. Los, gib mir Erde. Ja, ich glaube, wir sollten das nicht so geradlinig runterbauen, oder? Sonst sieht das ein bisschen... Ja, aber ich habe sowieso vor, dass ich hier noch dran baue, später. Ah, okay. Von dem her ist das jetzt nur mal ein bisschen vorläufig, weil hier eh noch Gebäude herkommen werden. Allgemein, wir könnten jetzt Folge 1 mal nutzen, um Pläne zu schmieden, was wir so alles in diesem Display machen werden. Sollen wir einfach irgendwo mit Schildern an die Wand schreiben, was wir alles vorhaben und jedes Mal, wenn wir was davon erledigt haben, ein Schild weghauen? Oder wir, ja genau. Wir nennen es die Wand der... Aufgaben. Die Wand der Aufgaben. Ich stell sie mal ganz rauf. Was für ein epischer Name. Ja. Ganz rauf auf, oder ganz runter. Schilder. Wir brauchen jede Menge Schilder. Ich habe nur Holz. Okay, ich habe genau 3 Schilder gerade in meinem Vorratslager dabei. Wo sind die? Ich kann mal meine Rüstung wieder anziehen. Gut, Holz ist dort, wo Holz steht. Ich habe Holz. Okay. Oh, okay. Dann jede Menge Schilder machen wir beide mal. Und aus was bauen wir die Tafel? Also wo die Schilder draufkommen? Aus Diamantenblöcken. So, ja, Schilder müsste ich genügend haben. Aus Diamantenblöcken, prinzipiell sehr tolle Idee. Ich habe aber gerade jetzt nicht so einen ganz gewaltigen Vorrat an Diamanten. Tut mir leid. Wir können, du hast doch kein Eisen mehr. Sonst hätten wir wenig. An Eisenblöcken ist auch ein bisschen verschwenderisch vielleicht. Ach, wieso? Minimal. Netherquarz, wie kann man denn den zu etwas Schönerem verarbeiten? Ich glaube, du brauchst dafür Smoothstone, kann das sein? Warte mal, ich probiere mal. Ja, Quarzblöcke. So sind Quarzblöcke zu erzeugen, ist gar nicht so schwer.
Dann machen wir die Wand der Aufgaben aus Quarzblöcken, damit sie etwas besondereres ist. Kann man auch aus irgendwelche anderen Formen basteln? Ich glaube nicht. Nether Stiegen nehmen wir uns mal 4 Stück mit für die Ecken oder so vielleicht. Nether Halfstones wird es dann auch geben, 6 Stück, warum nicht? Und den Rest lassen wir mal Blöcke. Und wo bauen wir die Wand hin? Das sollten wir schon noch einen besonderen Ort dafür jetzt aussuchen. Ganz nach oben. Ich würde sie ganz nach oben. Ah, der eine Raum bei mir, für den ich letztes Mal gefragt habe, was ich damit tun soll, wäre natürlich gar nicht so schlecht dafür geeignet, weil der hat viele Wände, an denen man sowieso sonst nichts tun kann. Oh. Gut. Dieser Raum, den fülle ich jetzt noch ein bisschen mit Quarzblöcken. Beziehungsweise fülle ich mit Quarzblöcken, tue ich das? Wir können einfach eines der Fenster durch solche Steinblöcke setzen und dann Quarzblöcke davor bauen. Dann sieht es von allen Seiten schön aus. Du kannst schon mal irgendwo ein Fenster oder auf einer Wand entlang die Fenster kaputt machen. Machen wir gleich die Vorderfront. Und ich hole mal welche von den geschmolzenen Steinen. Was brauchst du? Damit ich dann das Fenster wieder auffülle, damit es von außen auch schön aussieht. Okay. Und innen daran kommt dann der Netherquarz und auf den dann die Schilder mit vorwärtigen Zielen in diesem, oder Zielen, ja, Dingen, die wir tun wollen und machen. Soll ich denn die ganze Wand zerstören, weil ich glaube, das sind jetzt schon eins, zwei... Ja, das müsste genügen, das müsste auf jeden Fall reichen. Ja. Das war sowieso ein hässliches Fenster, weil es viel zu groß eigentlich war. Das einzige größere Fenster in der gesamten Burg. Fackeln auch nochmal weg. Und dann hier, wo ist denn genau die, wow, Mitte von dieser Wand? Das wäre hier und hier. Hier und hier. Okay, dann fangen wir auf jeden Fall mal hier an mit den Quarzblöcken. Nicht in zu großer Höhe, sonst sieht man nicht so gut hin. Eher mal ein bisschen in die Breite vielleicht. Und dann oben drüber noch eine Schicht. Und das ist doch schon eine sehr schöne Tafel. Raus. Warte noch kurz. Und jetzt noch, genau. Hast du noch die Halfstones? Weil die könntest du doch unten hier hinpflanzen. Ja, habe ich schon. Oh nein, könnte ich nicht, aus irgendeinem Grund, keine Ahnung. Oh, natürlich, weil das aus Holz ist und du kannst ja nur einen... Ah ja, man kann ja nur die gleichen Materialien kombinieren. Ich rutsche dauernd runter vor lauter Klugheit. So. Sollen wir uns das Holz wegtun, oder? Gut, dann vielleicht irgendwo mal noch zum... Wo schreiben wir genau den Namen hin? Den Namen der Wand, meine ich. Keine Ahnung. Ganz... Keine Ahnung. Da. Wunderschön. sonst irgendwie ganz oben oder so. Wenn wir, warte mal, da eins und da eins hin tun, dann gingen sich. Nee. Ja, aber dann bleibt weniger Platz für die Dinge, die wir machen wollen. Hast du noch zwei? Wir können ja die Wand der Aufgaben sonst auch einfach nicht beschriften. Ist ja sonst auch nicht beschriftet. Gut, was wollen wir tun? Wie schon angekündigt, auf jeden Fall mal ein großes Hauptziel. Hauptziele nach unten. Oder langfristige Ziele nach unten, mittelfristige in die Mitte, kurzfristige nach oben. Oder andersherum. Kurzfristige nach unten. Naja, nach unten. Die unten sind gleich dort. Naja, sind es auch nicht. Keine Ahnung. Okay, dann fange ich mal an. Oben ein langfristiges Ziel, auf jeden Fall Enderdrache besiegen. Ja, das ist ein sehr langfristiges Ziel. Aber wir haben schon ein Enderportal. Und ein mittelfristiges Ziel für Enderdrache besiegen ist Endertor öffnen. Beziehungsweise Enderperlen sammeln. Ja. Oder Enderaugen sammeln. Und ein kurzfristiges Ziel für das ist wiederum Enderaugen sammeln. Gut. Was brauchen wir denn noch? So, ich mein, das wären mal die Ziele, die mit dem Ende zu tun haben. In Hölle. Überlegen wir einfach von Ort zu Ort, was es zu tun gibt. Okay. Was können wir in der Hölle noch alles erledigen? Wir könnten neue Dungeons finden. Ja, einen weiteren Höllendungeon finden, würde ich sagen, mittelfristig, oder? Mittelfristig, ja. Das sollte nicht so lange dauern. Okay. Höllendungeon. Vor allem, wir brauchen sogar, damit wir den Enderdrachen besiegen, beziehungsweise das Endertor öffnen, brauchen wir einen Dungeon, weil dort findet man ja die Lohen und die wiederum brauchen wir dafür, dass man die Enderaugen bekommt. Dann noch ein eher kurzfristiges Ziel für mich. Ich will mir ein Alchemielabor bauen. Ah, okay. Also ich schreibe hier natürlich allgemeine Ziele, die wir gemeinsam und auch Ziele, die ich in meiner Base oder so. Na klar. Gut. Sollten wir dann noch irgendeinen Weg bauen?
der unsere Bases verbindet. Ich meine, wir haben zwar Wie wäre es mit so einem Reitweg, der so... Okay, es kennt ja jeder Herr der Ringe. Jetzt in Herr der Ringe zwischen Rohan und Gondor, die Verbindung ist über solche großen, auf jedem Berg befindlichen Feuer. Ja, das war eigentlich sowas. Und sowas, so eine Verbindung könnten wir, wo man dann mit dem Pferd entlang reiten kann, eine Pferdestraße zwischen unseren Bases bauen. Ja, das wäre nämlich ziemlich cool. Okay, würde ich sagen, eher langfristig, weil das ein ziemlich großes Projekt wird, oder? Ja. Dann, wir könnten sie dann auch direkt mit dem, wie heißt es? Mit der Festung verbinden. Zwischen Bases. Bases. Langfristiges Ziel, Reitweg zwischen Bases. Mittelfristiges Ziel, was wiederum in meine Base betrifft, wäre dann, dass ich mir einen Stall für das Pferd baue. Ja, weil jetzt ist es ja eher so ein Hauspferd. Ja. Gut. Sind schon mal einige schöne Ziele, aber da fällt uns sicher noch mehr ein. Ja. Ich habe ja angekündigt in der Schlucht, die auch im Let's Show schon gezeigt wurde, das ist eindeutig in dieser Map ein langfristiges Ziel, Dschungelbäume finden. Das steht gleich neben den Enderdrachen, ist ungefähr gleich schwer. Dschungelbäume finden und und damit die Schlucht bepflanzen ist dann irgendwie selbstverständlich, muss ich glaube ich nicht dazu schreiben. Ich habe übrigens wir haben ja so eine serverinterne Map sozusagen, wo wir sehen, wie weit wir gelaufen sind. Ja, sollen wir die veröffentlichen, den Link dazu? Ja, ich. Wäre eine Überlegung wert, dass die Leute unsere Map von allen Seiten alle steht, Dinge ansehen können. Aber es steht halt auch die IP, glaube ich, dabei. Obwohl wir haben eine Whitelist, das ist eigentlich egal. Ja. Ja, steht die IP auch, wenn man sich einloggt oder so nicht irgendwie? Also so schlimm ist es nicht, wenn es die Leute drauf, weil ihr kommt eh nicht drauf. Haha. Ja. posten wir das, würde ich mal sagen. Gut. Was will ich noch bauen für Dinge? Kartoffeln finden. Mittelfristig würde ich sagen, weil ich habe noch keine Kartoffeln. Wo findet man die? Ich glaube, die findet man eh nur in Festungen oder so. Oder ganz tief vorweg. Finden. Wo ist denn ein Unzeichen? Ah, da. Anbauen. Geht sich nicht aus in dieser Zeile. Verdammte Zeilenbeschränkungen. Und anbauen. Dann ein Villager-Dorf wurden schon gefunden, aber nicht hier in der Nähe. Also ein Villager-Dorf finden und einen Weg, Reitweg dorthin. Vielleicht? Das wäre ziemlich cool, aber ich habe eigentlich erst gesamt. Gesamt haben wir schon 4 oder 5, glaube ich, gefunden. Ja, aber keines davon wirklich in der Nähe. Nee, aber eins und auch nur eins davon war auf dem Gras und der Rest ist halt so ein Wüstendorf und das will ich eigentlich auch nicht. Okay, Villager-Dingens finden, würde ich sagen, ist was Mittelfristiges, oder? Ja, obwohl könnte auch langfristig werden, weil es ja eben... Ach so, mit dem Weg. Stimmt schon, ja. Ja. Dorf finden und anschließen, sage ich mal. Anschließen, nicht falsch verstehen. in die zweite Zeile, damit das alles schön aussieht. Dorf finden. Unzeichen, da bist du. Und was? Wenn man, ich habe Minecraft auf Englisch eingestellt. Wenn man da ein scharfes S macht, dann macht es das Zeichen für männlich, diesen Kreis mit dem Pfeil nach oben. Ja. Ich schreibe es dann mal mit Doppel-S, sorry für den extrem schlimmen Rechtschreibfehler hier. Aber sonst geht das leider nicht. So, ein kurzfristiges und 2 mittelfristige Ziele noch, damit die Wand einfach voll ist. Und jedes Mal, wenn eines weg ist, schreiben wir ein neues dazu, damit es immer genügend zu tun gibt. Ich glaube, wir sollten auch einen Bogen mit unendlich Pfeilen craften. Ah ja, das war was kurzfristiges. Geht sich das aus? Ja. Mit unendlichen Pfeilen craften, also mit dem Enchantment Infinity. Ja. Falls das irgendjemand nicht kennt. Sollen wir uns nochmal in der Gegend umsehen? Ghost Rider will ja irgendwie so eine Stadtdorf-Siedlung bauen oder sowas. Aber Dorfbewohner gibt es in der Nähe keinen. Ich würde nur lieber eine Stadt bauen, wenn es Dorfbewohner gäbe, die bewohnen können. Ja, stimmt auch. Gehen wir mal nach oben und schauen in die Landschaft, ob uns dazu noch etwas Episches einfällt, was wir hier tun könnten. So, was haben wir da? Gar nichts. Tierarten habe ich alle in meinem Stall oder Stall, naja, wenn man das so nennen will. Ja, Ocelots hast du noch nicht. Ja, okay, aber die sind jetzt nicht so wirklich. Und auch Wölfe oder so. Ich finde die jetzt nicht so sinnvoll, dass die irgendwie ein Ziel werden müssten, Wölfe haben. Nee, überhaupt nicht. Vor allem, du findest die eigentlich ganz schnell, wenn du sie suchst.
Ja, was sollten wir noch für Ziele setzen? Wir bräuchten noch ein kurzfristiges und zwei mittelfristige. Was dauert denn länger? Ein kurzfristiges wäre für mich mal noch meine Mine unten endlich ausbauen. Oh ja. Mine unten. Unten. Ausbauen. Gut. Und wie gesagt, jeder von euch kann in den Kommentaren gern Vorschläge machen, was auf diese Wand noch kommen soll. Und einfach immer, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, werde ich hier hingehen. Und an dieser Wand steht dann, was man in dieser Folge, die eben gerade vielleicht läuft, machen könnte. Und eure Vorschläge werden da, sorry, auch draufstehen. Ja, ich wüsste jetzt nicht, was wir noch hinzuschreiben sollten. Mittelfristig. Was dauert denn mittelmäßig lange und kann in Minecraft noch erfüllt und erledigt werden? Wir könnten einen Dungeon bewohnen oder sowas. Also eine Festung irgendwie wiederbeleben, das ging ja auch, aber wirklich brauchen tun wir es eigentlich nicht. Nicht so wirklich. Im Kreis laufen. Im Kreis laufen wäre schon mal ein guter Vorschlag. Also automatische Farmen darf sie nicht geben, sonst hätte ich es gesagt, irgendwie ein Baugroßprojekt, aber auf diesem Server nicht erlaubt, demnach in diesem Let's Play nicht erlaubt. Ja, brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Nein, wir haben jetzt so und so schon so viel zu essen. Ja, ich fahre mit meinen Melonen hier. Viel zu viele davon. Wie wär's denn mit aus Notenblöcken die Game of Thrones Melodie nachbauen? Das wäre aber eher kurzfristig, so oder? Ich würde, glaube ich, 1000 Folgen bauen, bis dauern, bis wir nur die Materialien dafür hätten. Wie macht man überhaupt einen Notenblock? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, man braucht für jeden einzelnen einen Diamanten und da brauchten wir ein paar tausend davon. Oh wow. Diamanten finden, naja, ja, habe ich eigentlich schon. Ja, und wäre außerdem kurzfristig. Naja, nicht so kurzfristig. Machen wir einfach Diamanten finden. Diamanten. Mehr. Diamanten. Diamantschwert. Oh. Schreib Diamantschwert craften. Okay. Ja, das könnten wir alle jetzt, glaube ich, schon machen, oder? Ich habe nur einen Diamanten gegenwärtig. Oh. Also für mich ein Diamant. Aber das ist eigentlich sehr kurzfristig, bis man einen Diamanten hat. Ja, gut. Egal. Diamantrüstung. Diamantrüstung. Wir wollen eine Diamantrüstung. Bevor wir den Enderdrachen erledigen, Diamantrüstung. Okay. Rüstung. Das ist zwar eher wieder langfristig, aber egal. Es gehört alles zum Enderdrachen dazu. Was braucht man überhaupt für eine gesamte Rüstung? Mal überlegen. 9 Plätze hat so das Dingen. Für den Brustharnisch braucht man 8, für den Helm 5, 8 und 5 ist 13. Hose 7 sind. Nochmal. Hose sind 7, 13 und 7 und sind 20 4. Und 4 sind 24 Diamanten. Wow. Ist gar nicht so wenig. Okay. Ein mittelfristiges Ziel fehlt uns noch. Da fällt uns doch sicher noch was ein. Den Mond erobern. Ja, sicher. Raketen bauen und zum Mond fliegen. Schön wär's. Fehlt in meiner Base. Gibt's sonst noch einen leeren Raum? Dann könnten wir Verwendungszweck für Raum X schreiben. Verwendungszweck, falls wir keine Ideen mehr haben. Ja, mein Schlafzimmer verschönern. Ich meine, schau dir mal mein Schlafzimmer an, wie prunkvoll mit einem Pferd. Du könntest dir ein eigenes Schlafgemach machen und das also ändern. Dieses Stockwerk, ich nenne es mal den ersten Stock zu meinem Wohnraum gestalten. Erster Stock wird Wohnraum. Okay. Gut, dann hätten wir genügend Ziele. Und ich würde sagen, mit einem davon sollten wir heute gleich noch anfangen. Machen wir Mine. Irgendwas Kurzfristiges auf jeden Fall. Und nichts zu Langweiliges. Ein Alchemielabor bauen? Naja, hast du viele Bücher? Ich habe nämlich, glaube ich, noch ziemlich viele von der Festung, die wir gefunden haben. Ja, also Bücher, was braucht man denn alles für ein Alchemielabor? Naja, du brauchst Bücher, einen Diamanten, Redstone, Gold, glaube ich. Ist das nicht eher zum Enchanten, was du redest? Achso, Alchemie ist was anderes. Alchemie, ja, genau, was mit Tränke und so. Und ich habe ja schon so viel Alchemie. Ja, aber ich hätte eben gerne in meiner Base hier in diesem Stockwerk so eine Alchemie. Dann aber folge mir. Okay, dann klauen wir mal Zeug von Konz 14, damit wir mein Alchemielabor gleich bauen können. So. Und jetzt die ersten Ziele, die hier stehen, waren alles meine Ideen, aber wie gesagt, ab jetzt immer ihr los. Ich sag's zum fünften Mal. Aber bitte wirklich. Aktiv mit. Mitstimmen. So, ja, aktiv uns schreiben, was wir hier bauen, tun, machen, erobern, erforschen, sonst was sollen. So, bist du schon losgefahren? Ja, fahr schon zu deiner Base. Ich muss einmal schnell raus. Stress. So. Die Wände reden mit mir, Gelächter im Hintergrund. Wow, 1. April ist wirklich der perfekte Tag für Minecraft Let's Play Start.
So. So, es sind hier eben 4 Minecarts, aber ist ja egal. Das gehört ja aber so. Weil du, ich wohne ja hier und ja, du hast sozusagen deins von dir mit nach Hause. Mit nach Hause. Von dir mit zu mir genommen. So. Gut, das hier kennt man ja alles schon, was es hier zu sehen gibt, wenn ich laufen könnte. Wohin? Zu meinem Crafting. Oh, hier hat sich einiges verändert. Hier fehlen ein paar Glaswände. Ja, ich oder waren die letztens schon noch da? Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Nee, letztens waren die auch schon nicht mehr da. Oh, okay. So. Dann ist das nur in meiner alten Erinnerung. Ich habe hier ziemlich viel. Ein kurzfristiges Ziel und so wäre für mich auch mein Lager mit solchen Schildern schöneren beschriften. So beschildern. Wobei, eigentlich nicht, weil. Nein, eigentlich will ich das nicht, weil dann kann ich über irgendwie ein Ding, wo alle Rohstoffe drin sind, wird es dann schwer, alle Rohstoffbilder draufzuhängen. Ja. Oder? Ja, du machst das auch so, okay, ja, aber. Ich habe eben. Also in der Kiste sind alle Sachen, die man so zum Enchanten braucht. Enchanten? Enchanten, Alchemie-Sachen machen, Dinge. Alchemisieren, ja. Ja, ich brauche jetzt nicht unbedingt Vorräte an allen Materialien, das sammle ich mir schon irgendwann selber, aber eher mal die Gerätschaften. Also hier einen Kessel. Damit man aber diesen Brau-Ding da bekommt, brauchst du einen Lohenstab. Also das vom Nether-Lohen-Typen. Okay, da. Du hast nicht zufällig sowas auf Reserve? Nee, gar nicht mehr. Dann ich habe nur noch einen halben Lohenstab. Auf in die Hölle, oder? Yay. Dann würde ich sagen, heute noch, bis mein Alchemielabor fertig ist und wir dieses erste Ziel schon wieder entfernen können. Das wird aber knapp werden, weil so eine Lohe zu erwischen ist nicht so einfach. Naja, in einer Höllenfestung oder so findet man doch durchaus hin und wieder Lohen, oder? Ja, aber die schweben ja dann meistens so über der Hölle, dass man sie nicht erwischt. Dinger. Böse Dinger. Ja, stimmt. Gehen wir hier gleich raus, weil beim anderen draußen haben wir zwar schon eine Festung gefunden, aber da haben wir leider den Spawner von Lohen zerstört. Stimmt. Was nicht so klug war. Gehen wir einfach gleich hier raus und suchen hier nach einer Festung. Oder können die auch normal in der Hölle auftreten? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich nämlich auch nicht. Hier übrigens seht ihr unsere wunderbaren, alle gesamten Versuche, die beiden Portale zu verbinden und andere Portale zu bauen. Ja. Muss nicht näher erläutert werden. Waren Fails. So. Soul Sand nicht vorankommen. In diese Richtung geht's nicht weiter. In diese Richtung geht's nicht weiter. Ich glaube, wir sollten aber in die Richtung hier. Also da. Weil in die anderen haben wir eigentlich schon überall hingesaut und da war nichts. Ja, oder sollen wir doch die Festung, die wir schon hatten, durchsuchen? Ist dort ja, ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir da was finden, ist trotzdem noch ziemlich hoch, glaube ich. Okay. Oder wir legen uns jetzt mit. Von Zombie Pigman bekommt man das Zeug aber nicht. Lohenstiele. Nee, ich glaube nicht, die droppen nur Fleisch, oder? Okay. Ja, ich bin so klug. So fährt man. So, ich fahr jetzt los. Ich hoffe, wir finden die schnell. Weil die Lohnstäbe, die braucht man nämlich eigentlich auch sonst auch immer. Zum Craften? Oder ja, also für die Tränke fast für alle eigentlich. Oder für ziemlich viele zumindest. Für die Guten auf jeden Fall. Nein! Okay. Ja. Oh, sorry. Ja, es geht mir ja nicht, ehrlich gesagt, so viel darum, dass ich jetzt am Anfang viele verzauberte Tränke haben wollte so, oder sowas. Mhm. Sondern eher mal das Alchemielabor als Einrichtungsding, damit mein Haus nicht mehr so leer ist, ganz ehrlich gesagt. Okay. Also einfach mal, dass ein Kessel da steht, für den braucht man, glaube ich, nur Eisen, oder? Ja, so wie ein Boot. Warte mal, wie habe ich den überhaupt gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, werden wir schon herausfinden. Ich bin hier auf der falschen Seite losgelaufen, so kommt man nicht weiter. Ich glaube, mein Hund brennt gerade. So. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir hier einen Weg runter gemacht haben und ich bin, glaube ich, dreimal hier den Parcours rumgelaufen. Ah ja. Das schaffe ich auch jedes Mal, dass ich irgendwann in Lava hüpfe. Wir sollten uns in einen sicheren Weg. Oh, ein Ghast. Sehr begabt in diesem Spiel. Wow, Ghast. Die Ghast drinnen sind übrigens. Wow, One Hit Kill. Ja, ich bin so gut. Die Ghast drinnen sind übrigens. Hör auf zu brennen. Die Gastränen, die droppen, sind übrigens auch ganz wichtig für die Alchemie, weil aus denen kann man dann die Regenerationstränke machen. Also allgemein ist so die Hölle praktisch das Alchemiegebiet. Ja. Okay. Könnte man eigentlich schon so sagen. Dann suchen wir diese Festung nach einem Lohnstab und wenn wir keinen finden, wäre es irgendwie auch nicht so schlimm.
muss ja nicht in der ersten Folge klappen. Nee. Wir haben ja sowieso auch das Ziel, später mal noch eine zweite Höllenfestung zu finden, eine neue mit mehr Dingen-Zeugs drinnen. Weil da war eigentlich fast gar nichts, oder? Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, in welche Richtung was war. sehr interessant. Wow, ein süßer kleiner Magma-Schleim. Töten wir ihn. Der droppt übrigens auch manchmal, eben Magma-Schleim, glaube ich. Magma-Creme, ja. Ja, und die ist auch ganz wichtig, weil die braucht man für die Feuerresistenztränke, so gut ich weiß. Okay. Und für die Ender-Augen, weil aus Ender-Perlen mit Magma-Schleim, glaube ich, wird ein Ender-Auge. Meine Rezepte einfach. Wow, da hinten ist einer. Wir sollten die irgendwie vorsichtig hier vorgehen, damit die nicht in die Lava springen. Wir sollten sie herlocken. Rennt einem das Ding nach? Oh, es steht auf einem Block, also ich schieß mal einmal drauf. Aber dann haust du sie dann nicht in die Lava? Nee, nein! Es taucht ab. Nein. Ja. Es ist noch da, aber es ist. Ist unter ihm. Da ist keine Lava unter ihm. Yes, dann müssen wir da irgendwo nur lebend runterkommen. Jo. Oh, das ist. Überlebt man das? Ja, aber das ist. Töten. Wo ist es? Da ist es. Und es ist noch in der Luft. Ja, aber Sniper ist einfach Feuer. Und hat nichts gedroppt. Yes. Sehr erfolgreich. Siehst du irgendwo noch eine? Nee. Okay, dann geht die Suche weiter. So. Ich muss sagen, das Da-Da-Da im Hintergrund jetzt zum 7. Mal in der Folge nervt auch schon etwas. Aber in der heutigen Folge lasse ich's mal. Wow, wie komme ich denn da zu dir? Jump, okay. Yay. Hast du also, nächster Folge gibt's dann natürlich wieder die normale Musik, die ich in jedem Minecraft Play ever im Hintergrund laufen habe lassen. Auch wieder im Hintergrund eben. Da ist nichts, nein, da ist nichts in dieser Richtung, oder? Ich weiß gar nicht. Ja, der eine Glowstone hat das ein bisschen so ausgesehen wie eine. Ich glaube, da war der Spawner und den haben wir ja vernichtet. Ja, sehr klug von uns. Aber wir hatten damals noch keine Ahnung von Alchemie zu unserer Entschuldigung. Ah, ja. Wir haben jetzt so lange nicht Minecraft gespielt, alle miteinander, dass wir wenig wissen über alles, was es noch nicht in unserem letzten Let's Play gegeben hat, so ungefähr. Ich habe mir jetzt schon alles Wissen angelesen. Okay, ja, aber ich nicht. Also werde ich dann immer failen und du wirst mich aufklären. Wunderbar. Sagen die Melonen schon No, wenn man sie isst? Ja, wahrscheinlich. Ah, du hörst sie ja gar nicht, weil du einen Mod drinnen hast. Ja, genau. Es ging auf jeden Fall, das Ding war viel größer, wir haben viel mehr erforscht als das, was wir jetzt gesehen haben. Die Richtung hier haben wir noch nicht, oder? Oh, nach oben außerdem. Es ging doch irgendwie noch nach oben auch, oder? Oder sind wir schon ganz oben? Oder geht es jetzt nach unten? Ich weiß es nicht mehr so genau. Oh, Gast. Okay. Wo ist dann Gast? Unter uns. Da in dem Lavastrom unter uns. Hängt er fest. Stirb. Tod. Dein Bogen sagt Piu, wenn du schießt. So, haben wir da noch irgendwas? Nee. Nee. Gar nichts. Gut, weitersuchen. Suchen. Aber sonst braucht man eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr so viel für dein Getränkebrau-Ding, weil du brauchst ja noch Gläser und Gläser machst. Also da hinten, los, folge mir. Oh, ich sehe. Habe einen entdeckt. Ich habe noch 36 Pfeile. Also ja, man kann die könnte man auch mit dem Schwert töten, also spare dir die Pfeile, falls die wieder nichts droppt, lieber. Ah, ich brenne. Ich ergreife Flankmanöver. Ja, neun. Da ist ein Bogenstab. Hast du ihn? Ich habe einen Achievement into Fire. Jo, gut, dann können wir auch gleich abbauen. Oder wir warten. Ich esse noch kurz was, damit sich mein Leben regeneriert. Und ein Lohnstab reicht für so einen. Ja, ich habe sogar zwei, das müsste reichen, oder? Ja, das reicht auf jeden Fall. Okay, da hinten ist noch eine. Töten wir sie einfach noch für die Zutaten gleich, oder? Ja. Oh, jetzt ist sie weg. War das bei dir auch gerade zu sehen, oder? Ich meine, ich hab's auf Aufnahme. Nee, ich hab da nicht hingeschaut. Wurdest du hier runtergerutscht? Nein. Okay, ich hoffe, ich hab's mir nicht gerade eingebildet, aber ich dachte, da war eine Lohe.
Gut, wie ging's zurück? Hier haben wir was gebaut, das sieht dann gut aus, dass das die richtige Richtung sein könnte. Oder wir haben da den Lavastrom weggebaut. Nee, warte mal, und dann hier entlang und darauf, glaube ich. Epischer Orientierungssinn hoch 1000. Oh, ich glaube, wir sollten da nicht rauf. Ja, das ist die falsche Richtung, ich glaube auch. Da ist noch eine Öffnung, die von uns gegraben aussieht. Nee, da geht's rauf. Lohan, jede Menge Lohan, hilf mir. Wo bist du? Oh, da. Ich brenne und sterbe und hilf mir. Wo bist du? Oh, ist da ein Spawner? Stier. Nein, aber zwei Lohan aus irgendeinem Grund. Aber beide haben nichts gedroppt, wie es aussieht, leider. Okay. Was haben wir da unten noch Interessantes? Ah, gar nichts. Ich schon mal? Ja, wir waren hier schon mal, glaube ich schon. Ja, jetzt, ja, Fackeln. Dumme Frage. Hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Wir müssen wieder rauf ins oberste Stockwerk. Ich glaube, wir sind im obersten Stockwerk eingestiegen. Ich glaube, ich habe auch den Weg wieder zurückgefunden. Warte mal, folge mir. Hier geht's gleich noch weiter rauf. Oh, nicht weiter rauf? Ich glaube, dass es hier schon weitergeht. Wirklich? Ja, ich glaube schon. Weil da oben ist nämlich das Eingangsding, wo wir waren. Oh, okay. Ja, dann müsste das richtig sein. Ah da. Ja. Wow. Epic Orientierungssinn. Ich hätte keine Ahnung mehr gehabt, in welche Richtung das auch nur ist. So, und jetzt gleich in die Lava. Juhu. Darauf. Ich müsste jetzt schon fast schauen, für was. Woher? Niemand das macht jetzt. Ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht Scheiß erzählt, aber ich glaube schon, dass man das dafür braucht. Okay, also diese Minecraft-Wiki-Sachen oder so machst dann eben immer eher du, weil... Ja, ich bin der Einzige, der halt... Ja, bei mir würde es natürlich stören, wenn ich jetzt hier raus alles habe, damit ich im Hintergrund mal Minecraft-Wiki öffnen kann. Ich glaube, wir haben uns... Nein, wir haben uns nicht. Wir sollten mal auf dem Weg von unserem Ding zu dieser Höllenfestung alle Feuer löschen und alle Lava wegtun. Ja, aber ich glaube, die Feuer entzünden sich wieder, weil... Habe ich mich gerade schon wieder... Ja, da geht's weiter. Hab so den epischen Orientierungssinn, sogar wenn es solche Fackeln gibt. Also, der Reitweg wird für mich ein... wird spannend, wenn ich das schaffe. So. Hatten wir zufällig nicht in der Höllenkiste noch Lohan-Dingens? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube, die habe ich gestohlen. Oh, okay. So, jetzt muss ich schauen, für was man das braucht. Lohan-Routen? Ja. Oh, ja, das geht ganz einfach. Drei Pflastersteine und eine Lohan-Route, glaube ich, heißt das auf Deutsch. Okay. Pflastersteine müsste ich noch auf Vorrat haben. Ja, jede Menge. Dann machen wir jetzt gleich mal so ein Dingens. Und kannst du den Kessel und einen Amboss auch noch gleich nachschauen? Hätte ja, ich nämlich auch beides gerne. So ist das nicht richtig. Drei Pflastersteine unten. Oh, Pflastersteine. Ich bin so blöd. Smoothstone ist nicht dasselbe wie... Nee. Oh, ja. Ein Kessel funktioniert wie ein Kübel, nur dass du oben nochmal eins dazu tust, sozusagen. Okay. Also wie eine Kiste, wo oben der letzte Block fiel. Ja, wird dann auch sofort gebaut. Dann hätten wir mal dieses Objekt. Und dann brauchen wir noch Rohstoffe, ein bisschen Eisen auf jeden Fall und den Amboss, bitte, wie gesagt. Wäre auch noch ganz nett bei meinem Enchanting-Dingens dabei. Amboss. So, einen Kessel. Dann nehme ich auch gleich mal einen Kübel mit, damit wir den Kessel befüllen können. Oh, dafür brauchst du Eisenblöcke. Eisenblöcke? Ja, drei Eisenblöcke und vier Eisenbahnen. Also, okay, aber da ist eh nur ein Verzierungsobjekt, das würde ich mal sagen, das ist das mir wert, das investiere ich da gerne rein, aber ich habe gerade nicht genug geschmolzenes Eisen. Du könntest es mal schmelzen, ich tue es mal. Ja. Nein, ich will XP für mein eigenes Eisen. Meins. Ah ja, du hast dir schon auch ein bisschen Kohle mitgenommen, das ist lieb von dir. Yay. Von mir. Ohne Fragen. Nein, passt schon. So, da ist eh nichts mehr drin. Dann schmelzen wir da mal jede Menge Eisen. Werden wir sowieso noch öfter brauchen können. Und die restliche Kohle bringe ich auch mal zurück. Und Melonen brauche ich auch nicht ganz so viele mit. Gut. Wie viele Eisenblöcke? Drei, glaube ich. Also, warte mal. Drei Eisenblöcke. Okay, da habe ich nicht mal genug Material für. 27. Naja, 27 Eisen jetzt brauchst du da, oder? Drei Eisenblöcke müsste mal so. Was? So funktionieren keine Eisenblöcke. Die muss man so aufwendig, kostenaufwendig. Wow. Okay, und davon drei Stück, das wird teuer. Aber egal, wir investieren das gerne. Sagte ich.
9 Eisen brauche ich für einen Eisenblock, also ist nicht die billigste Angelegenheit. Dann baue ich mal das Alchemielabor und nachher mache ich noch das kurz. Eine Workbench würde sich, glaube ich, auch noch ganz gut machen und eine Kiste im Alchemielabor, nur als Verzierungsobjekte. Und ein Ofen, warum nicht? Ofen, mal Nummer 1. Hab schon. Dann eine Workbench. Ich könnte eigentlich auch in meiner gecraftetes Kiste nachschauen, wie ich so ein Zeug nicht noch auf Lager habe. Ja, eine Workbench zum Beispiel ist noch hier. Ein bisschen Glas solltest du dir mitnehmen. Glas kann auch nicht schlecht aussehen. Glasflaschen. Wasser habe ich mit. Und was sagte ich, brauche ich noch? Ah, mit einem Zaun kann man doch immer stylisch was bauen. Eine Kiste. Ah ja, das war noch. Dann ein bisschen Holz und damit rauf. Und ich baue mir noch ein kleines, schönes Alchemielabor in diese Hälfte des Raumes, hier so entlang ungefähr. Hier wachsen die Netherwarzen vorm Fenster. Ja, vorm Fenster ist ganz nett. Machen wir mal so. Dann hier, was kommt da daneben? Damit ich damit... Ja, das ist dem ein bisschen blöd. Wenn ich jetzt... Ich hoffe, das wird jetzt nicht kaputt, das Ding. Ja, funktioniert. Dann kann ich nämlich einen Ofen drunter stellen. Dann sieht das gleich nochmal einen Ofen. Eine Workbench drunter stellen. Sieht gleich noch ein bisschen netter aus. Oder Glas. Glas darunter, ein Glasblock. Das könnte auch gut aussehen. Sehen wir mal. Nein, ist zu durchsichtig. Ja, smash. Wie wär's mit einem Stück Zaun? Nee, das sieht komisch aus. Ja, naja. Der Kessel passt da auch nicht drunter eindeutig. Dann probieren wir es mit der Crafting Bench. Ja, die macht sich ganz gut da drunter. Dann hier daneben nochmal einen Kessel. Der Kessel ist eigentlich eher nur ein Dekorationsding, weil du brauchst es nicht wirklich, wenn du ein Wasser daneben hast. Ja, aber so Hexenkesselmäßig ist doch nett. Ja. Kann ich da gleich noch eine Flasche reintun, nachdem ich ein paar habe? Oh, ich sollte nicht auf die Crafting Bench klicken, das war nicht so klug. So geht das. So, Flasche, Flasche, Flasche. Ja, da sieht man jetzt wunderschöne Fläschchen schon. Gut, auch schön zieren. Wenn ich hier noch ein Stück Holz reingebe, dann sieht es so aus, als wäre der Ofen eingeheizt. Nein, sieht es nicht. Okay. Meine Erinnerungsfähigkeit an das alte Minecraft ist erstaunlich. Gut, und was könnten wir hier noch daneben? So einen Quarzblock. Sieht ein bisschen langweilig aus. Vielleicht noch... Nein, das meinte ich eigentlich nicht. Wie ging denn das so? Auch nicht. So. Quarzblock mit Druckplatte. Ja, sieht schon ein bisschen nach was aus. Okay, das ganze Ding ist ein bisschen chaotisch, aber für einen ersten Versuch, ein Alchemielabor zu bauen. Und hier schreiben wir noch drauf, epische Aufschrift. Einfach Alchemielabor, warum nicht? Wow. So. Yeah. Ich würde die Netherwarzen nochmal abwehren jetzt. Die brauchst du nämlich für... Eine Kiste wollte ich noch daneben stellen. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Dann noch kurz eine Kiste. Und das da im Hintergrund wird inzwischen schon richtig nervig. Aber egal. So. Schönes kleines Alchemielabor. Kann man einiges damit machen. Dann holen wir jetzt nochmal die Netherwarzen. Soul Sand hätte ich mir auch mitnehmen können, dass ich endlich hier die letzten drei Lücken füllen kann, aber egal. So, und das ist dann meine Alchemiekiste, die einzige Kiste außerhalb des normalen Kistenlagerraums. Vielleicht ändere ich das auch nochmal, aber egal. So, und das Eisen müsste auch fertig sein. Dann noch kurz den Amboss, den stellen wir dann noch in die Schmiede. Und in einer Schmiede, glaube ich, würde ich sagen, ein Ofen müsste sich dort auch ganz gut machen. Ich würde sogar mehr als nur einen hinstellen. Vor allem mit dem, was ist das für ein Texture-Pack, was ich immer habe? Mit dem John Smith sieht das ziemlich cool aus. Gut, 3 Eisenblöcke hast du gesagt, und was brauche ich noch? Ja, oben 3 Eisenblöcke und 4 unten, sozusagen. Ich meine so, Entschuldigung. Ja, in Amboss-Form. Ah ja, hab schon einen Amboss. Und dann aus den restlichen Cobblestone, die ich noch habe, ein paar Öfen. Ja. Egal,
Stein. Zwei Öfen und ein Amboss macht schon eine akzeptable Schmiede. So, wo stellen wir die hin eigentlich? Neben mein Enchanting Dingens hier. Sind das alle Bücher, die man braucht für... Ich weiß nicht, ob es genau genug sind, aber mir haben sie mal fürs Erste gereicht. Und das ist hier mal dann meine Enchanting-Ecke eben. Yay. Perfekt. Level 4 bin ich auch inzwischen schon. Dann könnte ich ja endlich mal... Oh, ich habe schon alle Rüstungsteile enchantet. Egal, enchant mir einfach so eine richtig billige Eisenaxt. Hier Level 3 los. Efficiency 1 mit einer halb kaputten Eisenaxt. Das war's wert. Ja. Gut, war's das für Folge 1? Ah, nein, nein, nicht ganz. Nicht ganz. Wir müssen das Schild noch entfernen. Ich will nicht sagen, aber für dass das jetzt ein Punkt war, der bei schnell erledigt dasteht. War's schon schnell erledigt, finde ich. Okay. Weil, also schnell erledigt, würde ich sagen, ist im Umfang von einer Folge mittelschnell so 3 bis 10 Folgen oder sowas und die oberen Dinge werden irgendwann in Folge 100 vielleicht mal geschehen. So grob gesagt. Gut, Alchemielabor bauen ist erledigt. Soll ich gleich was Neues hinschreiben oder soll ich es das als Anreiz dazu noch mal geben, dass die Leute hierfür etwas finden? Machen wir das anderes. Okay. Ja. Vorschlag für ein kurzfristiges Projekt. Kommt 14? Ich würde sagen. Irgendwas enchanten. Nee, keine Ahnung. Irgendeinen Trank brauen, nachdem wir gerade ein Alchemielabor. Was gibt's denn für einen relativ, also schon eher guten Trank, der einfach wirklich was bringt? Irgendeinen starken Heiltrank oder so? Du kannst mit den Netherwarts. Dafür bräuchtest du jetzt noch Gold und Melonen. Ja, müsste ich haben alles. Okay. Weil du brauchst eine goldene Melone und Netherwarts. Bräuchtest du also ein Goldbarren und eine normale Melone? Nee, also du brauchst 9 zu Gold. Ja, also einen Goldbarren, der wiederum, glaube ich, 9 zu Gold. Keine Ahnung. Die geben dann halt wieder so. Und damit mache ich mir dann einen Trank, der. Ich glaube Heilung, nein nicht Heilung, sofort, also sofort Heilung, so 3,5 Herzen, wenn du ihn trinkst und mit Redstone kannst du ihn verstärken auf 7 Herzen, glaube ich. Ja, sag mir bitte den genauen Namen, kannst du noch kurz auf Minecraft Wiki wieder starke Heilungstrank nachsehen, einfach damit wir den richtigen Namen dastehen haben und ich falle hier schon wieder die Leiter herunter. Trauen. Sehr klug. So, wie heißt der? Trank der Heilung heißt der. Okay, also wir wollen uns noch einen Trank der Heilung. Außerdem schreibt man Heilung klein, oder? Groß. Schon? Ja. Die Heilung, weißt du. Ja, gut. Trank der Heilung brauen wäre dann also noch ein kurzfristiges Projekt für vielleicht Folge 2. Die übrigens auch sicher kürzer wird, weil diese Folge, ich glaube, wir sind deutlich über 10 Minuten, was ja das Normale wäre, nehme ich mal an. Also eher so im Bereich, was schätzt du? Es ist 10:30, ich würde sagen, 3/4 Stunde oder sowas, keine Ahnung. Ich glaube nicht ganz so lange, ich würde mal sagen 35 Minuten circa. Egal, also auf jeden Fall, danke fürs Zusehen von Folge 1. Yeah. Und bitte viele Vorschläge, was an diese Wand gehört. Und ab Folge 2 gibt es auch normale Musik und kein nerviges Da-Da-Da für 10 Minuten lang. Gut, also dann, tschüss aus Folge 1 und bis zum nächsten Mal. Tschüss.